So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Pupsi hat letztens was entdeckt von Cooks Fleisch, nämlich Curry Star. Ihr kennt ja Curry King von Maika. Jetzt lernt ihr kennen Curry Star von Cooks Fleisch. Was eine komische Note. Wir haben hier drei Packungen, denn das sind drei verschiedene. Wir haben einmal das Originale wahrscheinlich. Cooks Fleisch Curry Star, Curry Rostbratwurst umgerötet in würziger Curry-Ketchup-Soße mit Currypulver und Holzpiekse auf der Rückseite. Das ist das Original. Dann haben wir Curry Krakauer, nicht einfach nur Currywurst, also Curry Krakauer statt Curry Rostbratwurst. Dann ist das Ganze nochmal nur eine andere Wurstsorte, aber die gleiche Soße. Und wir haben Curry Star Smoky Chili. Wieder die Rostbratwurst, aber Smoky Chili, rauchig scharfer Chili Curry Ketchup. Also drei verschiedene, die aber trotzdem im Endeffekt wahrscheinlich alles das gleiche sind. Wir versuchen mal fürs Thumbnail es irgendwie hinzuhalten. So, das sind alle drei Sorten. Sieht immer lustig aus, wie hör mal, wer da hämmert. Die werde ich jetzt alle drei aufmachen, die werde ich alle warm machen. Dann melde ich mich gleich zurück, wenn wir alle drei mal testen und bei jeder dann zum Schärfen, weil es eh nicht scharf genug ist, ein Tröpfchen Mad Dog Soße rein, nochmal probieren und am Ende alles zusammen in einen Pott. So, ich bin zurück, ich habe alle drei Currywurstsorten jetzt hier von Curry Star und ich bin so bekloppt. Ich habe die gerade in die Mikrowelle, erst zwei, dann das eine, das dritte einzeln und jetzt... Ich habe vorher natürlich hier Löcher reingestochen, das macht man ja immer so, mit der Gabel ein paar Löcher reinstechen. Ich habe komplett vergessen, unten das Ding abzuziehen, weil hier, wenn ihr das abzieht, da ist ja eigentlich immer das Pulver drin und ein Spisser. Das heißt, das muss ich jetzt eigentlich bei jedem noch abmachen und eigentlich wollen wir das jetzt auch testen. Wir fangen mal an mit dem ganz normalen Curry Star Curry Rostbratwurst, keine Krakauer, nichts anderes. Ziehen hier mal den Deckel ab, hauen jetzt hier mal das Pulver drauf. Ich hoffe, das passt, sonst muss ich noch eine Schere holen. Das passt natürlich nicht, so ein Mist. So, ich habe jetzt eine Schere geholt, hier also das Pulver vom ersten. Wir schneiden es jetzt hier oben auf, wir packen das jetzt hier drauf. Das sieht dann ungefähr so aus. Pulver kommt drauf. Wir wollen jetzt auch nicht lange rummachen. Wir nehmen einfach den ersten Spießer hier raus. Die anderen Spießer lasse ich wahrscheinlich einfach zu. Probieren wir mal die ganz normale Curry Star Cooks Fleisch Currywurst. Wir nehmen uns jetzt hier so eine Scheibe raus. Und dann nehmen wir uns noch eine raus, wo ganz viel Pulver drauf ist. Und dann merken wir, dass wir so gut wie gar keinen Geschmack haben und es irgendwie total pappig schmeckt. Und total unscheinbar, also da hätte ich jetzt mehr erwartet. Wir gehen mal direkt zur Krakauer, wir reden gar nicht lang rum. Machen das ab, den Spisser hier rüber, das hier hin, das auf, Krakauer. Und natürlich wieder das... Wo ist das Tütchen? Hier ist das Tütchen. Ach, hier ist ja doch was zum Aufreißen, Mensch. Hätte ich die Schere gar nicht gebraucht. Tun das jetzt hier drauf. Vielleicht ist die Krakauer besser vom Geschmack. Die Bratwurst schmeckt ein bisschen lasch. Da geht also noch was. Nehmen wir jetzt hier von der Krakauer, die irgendwie genauso aussieht wie die normale Bratwurst. Und noch eins mit. Mit Puder, mit Zucker. Ach, mit Zucker, mit Puder, mit Pulver meine ich. Also die Krakauer gefällt mir auf jeden Fall schon mal besser. Die ist irgendwie, sieht genauso aus, hat aber einen ganz anderen Geschmack, ist irgendwie ein bisschen intensiver. Merkst du schon. Noch intensiver müsste jetzt ja Smoky Chili sein. Wenn wir hier unten abmachen wieder, das wieder abnehmen. Der Spießer kommt zur Seite, der Deckel, der kommt weg. Hier haben wir jetzt also das Chili-Pulver, das ist jetzt nicht so gelb, das ist jetzt eher so orange.
machen jetzt hier dieses Chili, Smoky Chili mit normaler Bratwurst. Jetzt haben wir die Lasche Bratwurst. Die beste Kombination wäre wahrscheinlich, wenn es die Krakauer mit dem Chili-Pulver gäbe. So, können wir das jetzt hier irgendwo aufmachen? Hier haben wir, glaube ich, wieder einen Einschnitt. Ein Einschnitt, einmal rumdrehen, einmal drauf machen für das Chili-Pulver. So, das Loch hätte ruhig größer sein können. So dauert es nämlich länger, das alles rauszuwühlen. Das müsste auch das Wärmste sein, weil es jetzt zum Schluss drin war. Wir nehmen wieder den Spießer, den wir an der 1 hatten, gehen jetzt hier rein, probieren mal außen dieses Mützchen. Die Wurst schmeckt halt wirklich einfach nach gar nichts. Ich weiß nicht. Die Wurst hat so gut wie gar keinen Geschmack. Die Currysoße auch theoretisch sehr unscheinbar. Was ich aber merke, das Chili-Pulver. Also das fängt an, das brennt jetzt richtig schön im Gesicht. Das Chili-Pulver, das ist richtig stark. Aber die Wurst an sich ist total lasch. Ich sag doch, die Kombination aus Krakauer und dem Chili-Pulver wäre wahrscheinlich das Beste, was man machen kann. Wir haben jetzt aber unsere super Mad Dog 357 Soße. Bei der wäre ich schon mal fast gestorben, ihr wisst Bescheid. Da wollen wir jetzt mal auf jedes Ding hier ein Tröpfchen machen von der Mad Dog Soße, sodass das insgesamt alles scharf ist. Wirklich nur einen Tropfen. Boom! Das war ein Tropfen auf das erste. Ein Tropfen auf das zweite. Das war schon viel zu viel. Oh mein Gott. Und ein Tropfen auf das dritte. So, was ja eigentlich schon scharf genug ist. Wir machen es direkt wieder zu. Wir versuchen es mal ein bisschen rumzumachen zum Würzen, was jetzt wohl nicht so gut klappt. Obwohl insgesamt schmeckt das wahrscheinlich jetzt eh alles gleich. Wir machen gleich was anderes. Der Akku ist nämlich auch gleich leer. Wir packen jetzt einfach alles zusammen auf den Teller und gucken dann, wie das schmeckt, wenn wir es alles zusammenmischen. Dann kannst du es nämlich auch besser rumrühren, weil du wirst jetzt eh nur noch Mad Dog schmecken. Wir haben also die erste Portion drauf. Einfach einmal die Wurst hier rausgeschleudert. Bisschen auskratzen dann vielleicht gleich. Hauen das zweite hinterher. So sieht's aus, wenn Ramses Mittag isst. Ein Heidenfest, eine Heidensauerei. Das dritte auch noch hinterher. Da kommt das Chili-Pulver einzeln einfach runtergefallen und hüpft auf den Teller. Wir können das jetzt hier ein bisschen noch auskratzen, dass die Soße noch hinterher kommt. Wir wollen ja nichts zurücklassen, wir wollen ja nichts verschwenden. Außerdem gammelt das dann eh vor sich hin im gelben Sack. Ja, ist immer gut, wenn das ein bisschen sauberer ist. Es gibt ja Leute, die spülen das auch extra aus. Ausspülen tue ich es nicht. Wenn ihr das ausspült, bevor ihr sowas wegwerft, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Meine Mutter macht das zum Beispiel. Die sagt, du kannst das nicht so in die Mülltonne packen. Das wird schlecht. Aber es ist Müll. Seit wann muss Müll gut riechen? Im Endeffekt fangen die Leute an und tun noch Duftbäumchen mit in die Müllsäcke rein, damit der Müll gut riecht und die Leute das dann abends als Kopfkissen nehmen, weil es so einen tollen Geruch hat. So, hier ist jetzt alles drauf. Das ist ja theoretisch jetzt schon gemischt, würde ich sagen. Wir verteilen das trotzdem mal noch ein bisschen auf dem Teller, in der Hoffnung, dass ich das noch ein bisschen rummache. Haben jetzt einen ganzen Teller Currywurstsalat. Nehmen wir hier eine Gabel, also einen Löffel vom Rand. Probieren das jetzt mal, wie das schmeckt, alles zusammen. Jetzt schmecke ich die Rostbratwurst deutlich raus. Schmeckt jetzt wirklich, wie wenn du dir am Stand irgendwo eine Rostbratwurst kaufst, ohne was drauf, und beißt einmal davon ab. Das heißt, die Soße hat plötzlich gar keinen Geschmack mehr. Ich merke eine bestimmte Schärfe, aber irgendwie dürfte das nicht die Mad Dog sein. Die Mad Dog müsste nämlich viel mehr reinknallen. Ich habe bestimmt eine Ecke erwischt,
wo kein Mad Dog drin vorkam. Deswegen nehmen wir jetzt hier vorne an der Ecke nochmal einen Löffel. Irgendwo taucht die Mad Dog nämlich auf. Wahrscheinlich ist sie genau auf einer Stelle jetzt verteilt und dann knallt es richtig rein. Okay, da merke ich es jetzt schon, das ist keine Currywurst mehr, das ist jetzt eine richtige Chiliwurst, ne? So finde ich das aber gut, so würde ich das essen. Vorhin fand ich es ziemlich lasch, jetzt diese drei Würste vereint auf einem Teller mit der Mad Dog Soße verfeinert, beste Rezept, folgt mir für mehr Rezepte, genau. Kennt ihr das? Kennt ihr diese Curry-Star-Mage? Schreibt es mir in die Kommentare, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out. Vorhaut, euer Ramses. Mmh.